Hallo und willkommen zurück bei unserem Let's Play-Projekt zu Civilization 5 mit Österreich. So, ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht. Eine Kleinigkeit muss ich sagen, mir ist eine Aufnahme, ihr habt es ja gemerkt, einmal hat der Ton gefehlt und eine Aufnahme ist mir etwas abhanden gekommen. Also wir haben jetzt drei Städte, wir haben Wien, Salzburg und Graz. Wir haben hier weiterhin Trouble mit den Barbaren. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass es diesmal alles klappt und ich euch weiterhin Content liefern kann. Eigentlich soll ja auch täglich eine Folge rauskommen. So. Wenn es euch Spaß macht, lasst mich das wissen. Gebt mir Tipps, so wie der Game Rocker, der hat schon geschrieben, dass man mit Venedig aufpassen muss, mit den Stadtstaaten. Danke dafür auch. Gell? Und auch allen anderen danke für Ihren Daumen hoch, für Ihre Kommentare und so weiter. Es macht Spaß, wenn man da so Feedback von euch bekommt. So, was haben wir denn? Produktion können wir wählen von Graz. Da haben wir gebautes Monument und wir bauen Graz jetzt. Wir haben ein wenig, was haben wir hier? Kultur plus 1. Sie kriegen einen Schrein. Da haben wir unser Bogenschützen stehen. So, wer benötigt den Befehl? Ihr schießt hier drauf. Sehr schön, gut gemacht. Was wollte ich mit euch tun? Bauernhöfe haben wir gebaut. Wir ziehen euch mal dahinter zurück. Da wollte ich die Pferde. Genau, so, hier wollen wir wenigstens gucken, was hier die Spanier machen. Da haben wir angeschlagene Speerkämpfer. Ihr geht da hoch. Die werden sich jetzt gleich hier wahrscheinlich mit den siamesischen Speerkämpfern ein bisschen verhauen. Naja, gut, gut, gut. So, dann gehen wir in die nächste Runde. Zeus-Statue wurde in einem Fernland gebaut. Okay, und die Siamesen greifen mal lieber nicht an, ne? Könnte ja was passieren. Aber die Barbaren greifen die Siamesen an. Nicht schlecht. So, guck mal hier weiter. Da haben wir Bogenschützen aus Venedig. Du schießt hier drauf. Sehr schön. Das ist unser Speer-Bogenschütze. Das ist ja eine Kombination, die ich wirklich gern mag. So. Okay, Barcelona ist hier. So, ihr legt euch mal schlafen. Jetzt haben wir hier die Zeus-Statue, das wissen wir ja inzwischen, dass die gebaut wurde. Es ist jetzt auch dann die Frage, wir haben hier Perlen jetzt auch im Abbau. Ja, die Krieger wieder, da ist nur noch eine Einheit über. Gehen wir hierher. So, du rückst eins vor. So, wo bilden wir die nächste Stadt? Wollen wir uns das Eisen holen? Hier? Bauen wir hierher, auf dem Hügel, da haben wir noch Fische dabei. Und dann ist natürlich hier eine hochinteressante Position, wenn wir uns hier reinsetzen. Hier ist überall Schwemmland. Wir haben Stein. Da ist nochmal Schwemmland. Wir haben zwar auch Wüste, das ist Bergbau, aber wir haben Gold, Gold. Hm, oder direkt hier drauf. Hier ist dann Wüste alles, gell? Hier ist natürlich dann wieder eine natürliche Wüste, Hügel, Schwemmland hier rein. Wir haben Baumwolle, das, wir kriegen Gold, wir haben Schafe in der Nähe. Ist auch interessant, wir haben zwar viel Wüste hier außenrum, aber auch viele Rohstoffe. Das ist eine interessante Position. Einheit benötigt Befehle. Okay, der hat es geschafft, seine Sevilla mit Barcelona sozusagen zu vereinen. Okay, gehen wir hier hoch. Ein bisschen den Nebel aufdecken. Was machen wir mit euch? Wir bauen ja einen Siedler. Ne? Wir ziehen euch schon mal darüber. Wir brauchen euch dann hier wird die nächste gebaut. Das ist eine reine, dann ausgelegt auf wegen dem Eisen. Ich meine, es wäre noch hier die Möglichkeit,
Wäre auch nicht schlecht, wenn wir uns hierher setzen. Können wir hier die Perlen noch mit abgreifen. Wir haben Eisen. Ist fast die bessere Alternative hier unten. Wir haben diese Enge hier dann besetzt. Also sprich die Spanier, ne, die Siamesen würden hier erstmal geblockt werden. Wir hätten hier die Ebene noch, das wäre noch eine Möglichkeit dann. Auch interessant auf jeden Fall. So, nächste Runde. So. Klassik, Klassik, Klassik. Poker. Pachuk hat auch erreicht, okay. Du gehst darüber. Du schießt hier rein. Gut, sind es nur noch drei. Aha, die sind wieder fit. Ihr geht mal darüber. Okay. Also hier ist Madrid. Also der hat schon auch drei Städte, so wie es aussieht. Er hat Pferde. Bauernhöfe. Okay. Steinbruch, der hat Räucherwerk wollte doch bei uns jemand. Marmorsteinbruch. Okay. Wobei wir hier auch uns ausbreiten werden, weil ich will hier eine Stadt und das hier. Weil dann haben wir sie ja auch erstmal geblockt. Du ruhst dich mal aus. Okay. So. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Schießt hier wieder rein. Super, weggemacht. Ihr schlaft mir erstmal eine Runde. Die Siedler. Ihr zieht hierher. Genau. Sehr gut. Ihr, da will ich herbauen, gell? Ja. Darauf schießen. Gut. Okay, also hier die Spanier haben sich auch schon ziemlich gut ausgebreitet. Sevilla, Barcelona, Madrid. Okay. So. Wir werden gleich noch eine Stadt bauen. Hier und da. Und dann haben wir sechs Städte. Das könnte eigentlich dann fast schon reichen. So, nächste Runde. Botschaft für nix. Botschaft für nix. Okay, der hat auch kein Gold. Nö. Mit dir werde ich früher oder später Probleme kriegen. Salz hat er. Salz. Nein, wenn ich kein Geld kriege, dann nö. Die Inka-Land ist katholisch. Schön. Mal was Interessantes. Die Krieger lassen wir hier wenn gucken. Du heilen. Okay. Du bist wieder da hoch. So. Da ist noch ein Barbarenlager. Aber warum soll ich den Spaniern das Barbarenlager wegnehmen? Sie sollen sich selbst drum kümmern, die haben da Krieger rumhüpfen. So, es wäre eh interessant, dass wir die dann überfallen oder so. Greift sie an. Sehr gut. Schön geplättet. So. Darüber. Euch ziehen wir mit. Ihr macht Bereitschaft. Okay, das ist gut.
Also hier wissen wir jetzt, dass das hier zu Ende ist, sozusagen. Okay, die haben auch Perlen. Also die Möglichkeit hat Madrid wohl Perlen zu fischen, zu fangen, was auch immer. So. Ja, schön. Dann machen wir die platt. Da ist ein Lager da unten. Fein, fein, fein. Daher. Daher. Gut. So, die Bogenschützen sind wieder fit. Ist das echt das Lager hier, das das so abgenervt hat? Nicht schlecht. Oh, unangenehme Einheit. Die Faustkeilwerfer. Ah, wir müssen ja die Silbermine wieder reparieren. Genau. Gehen die echt in Nahkampf, ey. Säcke. Mein Königreich für ein Pferd. Okay, wir haben die Reiterei. Du erholst dich. Dich will ich da haben. Dich will ich da haben. Stadt. Aha. Drauf schießen. Ne, da bleibt echt einer stehen, ey. Mann, 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 Mann. Linz. Linz bekommt ein Monument. Die hier werden hier die Garnison bilden. Da brauchen wir wieder Einheiten, ne? Forschung. Die Optik, die Mathematik, das Bauwesen, die Philosophie, Dramatichtung, Eisenverarbeitung. Kunstwerk, Dramatichtung, Philosophie führt zu Theologie. Bauwesen. Okay, da gibt es dann die Kompositbogenschützen, die sind stärker. Katapultbau bei Mathematik. Unterhalb 4 ist Gerichtsgebäude. Großer Leuchtturm. Den Koloss. Ah, das gibt Gold. Zack, Eisenverarbeitung. So, irgendwas kann ballern. Das ist gut. Salzburg hat sich ausgebaut. Nächste Runde. Na, könnte sein, dass das was Gutes wird. Was machen die Faustkeilkämpfer? Ja klar, Bauernhof geplündert, Säcke. Jo. Hier wird jetzt Eisen abgebaut. Hier wird erstmal geheilt. Produktion. Graz hat den Schrein beendet. Bekommt jetzt ein Kornspeicher. Wir können wieder auf die Einheit da schießen. Okay. Dann die nächste Runde. Halt, ihr sollt daher. Und dann nächste Runde. Also die Barbaren sind auf Dauer aber wirklich nervig. Gut, die machen wir jetzt aber weg dann. So, ich will jetzt was machen. Bogenschützen. Okay. Reparieren. Reinschießen. Geht nicht. Toll. Kommen wir von zwei Seiten.
Salzburg schießt wieder. Noch zwei, okay. Vier Pferde haben wir jetzt in unserem Reich. Das ist gut. So, Salzburg, jetzt macht die Typen fertig. Ach komm, noch eine, ey. Schießt da eine. Greif sie an. Gut, da geht nicht mehr viel. Wien hat wieder seinen Siedler gebaut. Die Siedler gehen daher. Oder gehst daher. So. Vielleicht übertreibe ich es ja mit, aber wir bauen noch einen Siedler und holen uns das hier. Da brauchen wir aber dann die Bogenschützen aus Wien. Jo, das ist, ist ja kritisch hier. Dass dieser Keilkämpfer nicht diesen siamesischen Speer angreift. Ach, jetzt! Toll. So. Schießt rein. Gut gemacht. Macht's platt. Sehr fein. So, das ist repariert. Salzburg macht den jetzt weg. Endlich. Ihr rennt's da hoch. Ihr seid's wieder fit. Eigentlich müsst ihr, obwohl vielleicht haben die spanischen Krieger den einen platt gemacht. Na, läuft. Hier haben sie aber Kühe, Pferde, nochmal hier die Schafe. Ja. So, diesen da schickt man nach Salzburg zurück. Der erholt sich. Der geht daher. Repariert. Noch können wir ja nichts machen, solange der Siedler noch unterwegs ist. Dann eine Runde schlafen. Jo, dann gehen wir in die nächste Runde. Also wir haben jetzt hier viel auf Expansion gesetzt. Hoffentlich war es das Richtige, aber die anderen haben auch schon Spanien, drei Städte und so weiter. Die sind immer noch vor Christus. So. Der Siedler. Ich will ihn hier auf dem Hügel haben. Dann der geht da. Erst einmal nichts tun. Produktion. Salzburg hat die Stadtmauern gebaut, sehr gut. Als Salzburg war ja auch hier ziemlich Frontgebiet, klar, logisch. Kommt ja schon wieder einer. Krieger, Frachter, Bogenschütze, Speerkämpfer, Streitwagenbogenschützen. Kostet Unterhalt, halt Handelskarawane. Wir müssen anfangen, Geld zu verdienen. So, meine Lieben, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht.